Er wird von seinen Parteifreunden liebevoll Landesvater genannt. Und nach noch nicht ganz 5 Jahren als Landeshauptmann will Hermann Schützenhöfer das auch bleiben. Bei den Auftaktveranstaltungen in Graz, Fürstenfeldbruck und Heimschuh heißt es deshalb volle Kraft voraus für die ÖVP. Bleiben doch nicht einmal ganz 3 Wochen, um die Steirerinnen und Steirer vom Wahlprogramm zu überzeugen. Mein Programm ist insgesamt in die Richtung überlegen, was kann man selber tun. Agenda heißt ja Tagesordnung. Das ist nicht ein Sammelsurium an Forderungen an den Bund, an Brüssel und sonst wohin, sondern was können wir selber tun und da wollen wir voranschreiten. 145 Punkte umfasst diese Agenda. Vor allem die wirtschaftliche Entwicklung und die Frage der Zukunft der Arbeit sind das Um und Auf in einer Gesellschaft, so Schützenhöfer. Nur wenn sich die Wirtschaft weiterentwickeln kann, wenn sie hier die Rahmenbedingungen vorfindet, dass sie Arbeitsplätze schafft und nur wenn Arbeitsplätze vorhanden sind, die den Menschen auch ein ordentliches Einkommen durch eigene Arbeit bringen, ist die soziale Ordnung im Lot. Für den 24. November erhofft sich Schützenhöfer als Landeshauptmann bestätigt zu werden. Ich mache das mit ganzem Herzblut. Und die Stimmung ist sehr gut, aber diese Stimmung in Stimmen umzuwandeln, muss erst gelingen. Er wird von seinen Parteifreunden liebevoll Landesvater genannt. Und nach noch nicht ganz 5 Jahren als Landeshauptmann will Hermann Schützenhöfer das auch bleiben. Bei den Auftaktveranstaltungen in Graz, Fürstenfeldbruck und Heimschuh heißt es deshalb volle Kraft voraus für die ÖVP. Bleiben doch nicht einmal ganz 3 Wochen, um die Steirerinnen und Steirer vom Wahlprogramm zu überzeugen. Mein Programm ist insgesamt in die Richtung überlegen, was kann man selber tun. Agenda heißt ja Tagesordnung. Das ist nicht ein Sammelsurium an Forderungen an den Bund, an Brüssel und sonst wohin, sondern was können wir selber tun und da wollen wir voranschreiten. 145 Punkte umfasst diese Agenda. Vor allem die wirtschaftliche Entwicklung und die Frage der Zukunft der Arbeit sind das Um und Auf in einer Gesellschaft, so Schützenhöfer. Nur wenn sich die Wirtschaft weiterentwickeln kann, wenn sie hier die Rahmenbedingungen vorfindet, dass sie Arbeitsplätze schafft und nur wenn Arbeitsplätze vorhanden sind, die den Menschen auch ein ordentliches Einkommen durch eigene Arbeit bringen, ist die soziale Ordnung im Lot. Für den 24. November erhofft sich Schützenhöfer als Landeshauptmann bestätigt zu werden. Ich mache das mit ganzem Herzblut und die Stimmung ist sehr gut, aber diese Stimmung in Stimmen umzuwandeln muss erst gelingen.